In diesem Video stelle ich Ihnen das Spektralfotometer MyIRO One von Konica Minolta vor. Es ist ein Farbmessgerät für die Profilierung und die Qualitätskontrolle von Drucksachen. Bedient wird es über die Software MyIRO Tools und hier sehen Sie das Hauptfenster. In der oberen Reihe die Werkzeuge und unten vorkonfigurierte Abläufe. Als Beispiel nehmen wir gleich einmal die Qualitätskontrolle. Man sieht hier den Ablauf und hat eine Benutzerführung. Das Gerät ist bereits verbunden, aber noch nicht kalibriert. Dazu wird die Kalibrierungskachel vor dem Messkopf angebracht und dann kann man die Kalibrierung hier auslösen. Danach geht es weiter und nun wird der Medienkeil eingemessen. Das war zu schnell, also nochmal. Nun geht es weiter mit der Druckbedingung. Wir nehmen hier den aktuellen Druckstandard für gestrichenes Papier nach PSO 3, Fogra 51. In diesem Medienkeil sieht man, dass die Abweichung etwas zu groß ist. Das durchschnittliche Delta E beträgt hier 4. Aber die Messung erfolgte auch an einem Druck und nicht in einem Proof. Im nächsten Video zeige ich Ihnen noch die Druckerprofilierung und eine Besonderheit, wie man Spektraldaten auslesen kann. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website.